Hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Anno 1800. Nachdem der gute Captain in der letzten Runde so dermaßen kläglich gescheitert ist, weil sie je nachdem, wann wir angefangen haben, immer wieder auf minus 5000 fielen und dann war das Spiel vorbei, sind wir nun, naja, ich sag nicht gezwungen, aber wir wollen es neu angehen. Und zwar beginnen wir ein neues Spiel. Ganz einfach. Und wir machen wieder ein freies Spiel. Wir machen alles schön selber. Und zwar brauchen wir auch ein bisschen Hilfe, damit uns gesagt wird, was getan wird. So, aber... liebe Freunde. Wir brauchen eine neue Figur. Er hier. Nee. Das ist nicht das Bild, das ich vor Augen habe. Ach, schade. Ja, hier sind so ein paar dabei. Die würden mehr passen, aber wir nehmen, denn wir haben nicht so viel Auswahl. Wir nehmen diesen guten Fashion. Nee, der sieht mir nicht knallig. Er hier. Ein einfacher Arbeiter. Das haben wir mittlerweile gelernt. Er ist ein Arbeiter und er hier sieht mir aus wie ein Handwerker, ne? Aber wir nehmen einen einfachen Arbeiter als unser wunderbares Symbolbild. Unser Logo wird sein. Unser Logo wird sein. Wird sein. Er hier. So. Und zwar in der wunderschönen Farbe. Gelb. Gut. So, und diese Person. Iki Kripipi. Das müsste man eigentlich so lassen. Alter, der ist ja genial. Aber dieser Mann ist der Urgroßvater, also viermal Ur, des berühmten Landwirtes. Kalonzo Depskov, sein Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel Kalle Döpsken, wird irgendwann mal ein ganz großer Landwerker werden. Aber wir wollen nicht lange rumquatschen. Das ist der gute Kalonzo. Und ja. So, normal. Also wenn wir sowas hier nehmen, dann verrecken wir gnadenlos. Wir könnten natürlich auch die Einstellungen anpassen. Was ist das denn überhaupt? Normal, Zufallswerte, groß, mehrheitlich groß, normal, reich. Was? Charaktere? Die nicht. Die auf gar keinen Fall. Was war das? Warte. Ach komm, was soll's. Die habe ich noch gar nicht getroffen. Nee, das machen wir aber nicht. Wir machen hier normal. Wir lassen das einfach mal völlig spontan auf uns zukommen. So. Jetzt geht's los. Eine neue Ära beginnt. Ein neues Spiel beginnt. Wir werden jetzt der große Landherr sein. Und diesmal machen wir es richtig. Hoffe ich. Wie beim letzten Mal angekündigt. Hoffe ich, dass das alles gut wird und richtig. Ich bezweifle aber eher. Nein, aber... ich bezweifle, nein. Moment. Ich bin ein guter Beobachter, mein Freund. Das ist wundervoll. Wenn mir etwas auffallen sollte, lasse ich es dich wissen. Das ist super. Du bist Bombe. So. Was haben wir denn hier für ein wunderschönes Eiland? Wir haben 4 Lehmvorkommen, 3 Eisen, 1 Kohle, 1 Kupfer, 1 Zement, 1 Öl. Wir haben Kartoffeln, Getreide, Paprika und Salpeter. Jede Siedlung braucht einen Marktplatz. Das ist korrekt. Die Menschen benötigen einen Ort, ja, sei, um ihre Form. Sei mal kurz ruhig. So, das heißt, ich muss hier mich erstmal niederlassen. Weil wenn ich jetzt nicht anfange zu bauen, werden die anderen wieder einen immensen Vorteil haben.
Das ist leider so. Ja? Klingt komisch, ist aber so. So, und diesmal machen wir es anders. Oder auch nicht. So, als erstes benennen wir die Stadt um. Denn das ist das wunderschöne Klostein. So. Ein Marktplatz. Ein Marktplatz von hier an. So, dann brauchen wir. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Debuen. Debuen? Alles, was du bisher errichtet hast, war aus Holz. Ja. Wir brauchen mehr davon, um weiterzumachen. Sag mal einfach ruhig. Ich schätze deine Hilfe. So. Wir müssen Holz ansiedeln. Jetzt ist die Frage, wohin verlegen wir unsere Holzproduktion? Ich würde sagen, nach hier. Warte. So. So, und unser Sägewerk kommt direkt hier. Wieso hat er jetzt nur noch 97%? Warum gefällt mir das denn schon wieder nicht hier? Was soll das denn? Warum missfällt mir das? Wieso kann ich hier nicht hinbauen? Ab wo haben wir denn 100%? Ab da. Aber wir brauchen mehr Holz. Ja, nee, das muss erstmal reichen. So, nein, wir brauchen ein Lagerhaus. Auf halber Strecke. Alter, du machst das schon wieder völlig falsch. Warte. Alter, was ist denn los mit dir? Kriegst du das eigentlich nochmal geschissen, oder? Du gibst mir das Vertrauen zurück. Ja, das ist total super. So. Dann wird da erstmal Holz produziert. Die Bauern sind hungrig. Du musst sie mit dem Nötigsten versorgen. Ach komm. Beginne mit Fisch. Spielstand gespeichert. Ich schätze deine Hilfe. Wie überfällig sie auch sein mag. So. Das heißt, jetzt wird erstmal hier geholzt. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Das ist total Bombe. Kleidung.
So. Eins. So, hier wird direkt daneben angenäht. So. Da kommt zu wenig Holz nach. Halt, stopp. Wo ist mein Schiff? Flaggschiff steht zu Diensten. Deine Siedlung ist noch sehr bescheiden. Du solltest mehr Bauern ansiedeln, wenn du vorankommen willst. Ach, Mädel. So. Gut. Kleidung und Schnaps brauchen wir auch. Erstmal müssen die Grundbedürfnisse abgeklärt sein. Warte mal. Ich sage nicht, ich hätte es nicht für möglich gehalten. So. Die Leute brauchen einen Ort, an dem sie ihre Sorgen vergessen können. Eine Kneipe würde Gelächter und Musik in diese Siedlung bringen. Ja, da bin ich ganz bei dir, mein lieber Freund. So. Gut, so, Kneipe. Eine Kneipe kommt zum Marktplatz. Du ehrst einen Unsterblichen. Spielstand gespeichert. So. Gut, wieso habe ich denn... Wieso habe ich denn Vierereien gebaut? Kann mir das mal kurz eben einer sagen? Du hast alles vorbereitet. Der Zeitpunkt ist gekommen, um die ersten Arbeiter anzusiedeln.
Ja, immer mit der Ruhe. Die Arbeiter kommen noch. Erstmal muss hier... ich brauche mehr Holz. Ich brauche eine florierendere. Produktion und mehr Buren. Ich brauche viel mehr Bauern. Ich habe auch kein Holz mehr. Entschuldigung. Ah, verdammt. Immer wenn ich aufnehme, habe ich irgendwas im Hals. Das riecht mich auf. So, du könntest erstmal. In der Gegend rumfahren. Oh, Entschuldigung. Da musste ich kurz husten. Das ließ sich einfach nicht vermeiden. So, was haben wir hier? Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ich weiß. Wir sind ja schon dabei. Wie sieht's denn hier aus mit Happiness? Wie die Made im Speck. Sehr gut. So, wir können wieder zwei Häuser aufbauen. Ein Neuankömmling, so wie einst der alte Willy hier. Halte dich einfach an mich, dann wird schon nichts schief gehen. Wo bist du denn? Ach da. Das ist interessant. Na, warte mal, wie hat er das hier gemacht? Ah, ist das auch wirklich... schau mal. Ich sortiere gerade Manschettenknöpfe. Ich habe 12 silberne und 5 goldene. Hm? Wieso hat der eigentlich sein Lagerhaus schon aufge... Steuermann? Weißt du was? Wir stellen uns mit Willy gut. Wir stellen uns gut mit Willy. Im Moment haben wir Miese. Sieh mir fest in die Augen. Ganz fest. Du, ich habe weniger Angst um dich, als du denkst. Alter, ernsthaft? Neue Befehle? Mein gutes Holz. So, ich brauche noch eine hiervon. Überhaupt nicht wahr. Brauche eine hiervon. Spielstand gespeichert. Und ich brauche mehr Arbeiter. Und ich brauche So, wird denn überhaupt schon Schnaps produziert? Nö. Wie auch? Wir haben keine Bauern. Wollen Sie uns das Leben noch mehr versüßen? Danke. Was Sie auch tun, machen Sie bloß weiter so. Ja, das mache ich doch gerne, Kinders. Erstmal muss ich jetzt hier, Heute war ich sogar schon vor den Vögeln. Ich weiß nicht, warum ich 8er Strecken habe.